Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute befinde ich mich hier in Bonn-Holzner und möchte mit euch eine kleine Rundwaldrunde gehen. Also hier kann man noch alte Gräben sehen von dem Zweiten Weltkrieg. Hier soll noch eine alte Panzerstellung sein, die ich euch zeigen möchte. Ja, ein bisschen Quellen sollen hier sein, Abbaugebiet soll hier sein mit Beschilderungen. Ich will so einen kleinen Rundgang mit euch hier machen, wird so ungefähr mit 5-2 Stunden dauern. Soll ein schönes Wäldchen sein, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich mal gucken, was wir noch so finden. Ja, wenn ihr Lust habt, auf eine kleine Waldwanderung, ein bisschen durch die Natur, im Winter, würde ich mal sagen, kommt gerne mit, auf geht's. Ja, Leute, ein kleines Zwischenfazit. Hier vorne war eine kleine Steigung, aber auch nicht die Welt. Also bis jetzt wunderschöne Wanderwege hier oben. Ich bin jetzt auch so ungefähr 20 Minuten unterwegs. Ja, wir gehen jetzt einfach weiter geradeaus. Ja, aber sonst wieder ein schönes Wäldchen hier, ein Holzdach. Gefällt mir auf jeden Fall wieder. Ja gut, jetzt fängt es an zu regnen, ist nicht so schön. Aber ich wusste auch nicht, dass hier oben Braunkohle abgebaut worden ist. Hier sind auch einige, habe ich auch schon gesehen, einige Trichter. Ich habe auch gerade mit einem Passanten gesprochen. Es handelt sich hier auch um Bombentrichter und Laufgräber habe ich schon entdeckt. Ja, war wahrscheinlich dann damals hier auch ein Widerstand hier in dem Waldstück.
So Leute, da kommen wir auch schon die nächste Betafelung. Die schauen wir uns auch mal an, was da drauf steht. Auch schön, mit so Wandertafeln hier. Ah, Tafel 3. Also wir gehen in andere Richtung. Okay. Also sind auch historische Plätze hier. Und Denkmäler eingezeichnet, die dann hier in der Nähe noch sind. Ja, gehen wir mal weiter. Ja, der Regen hat jetzt auch wieder langsam aufgehört. Aber ich habe ja schon festgestellt, hier sieht man auch überall diese Abbausachen. Hier überall diese Krater drin. Das sind viele auch Abbaugebiete hier, hier wahrscheinlich. So Wallstücke hier auch. Vorne sieht auch wie so ein Einschlag aus. Bin mal gespannt, was hier noch kommt, diesen Waldstück. Das sind Mauerreste, glaube ich. Ich guck mal gerade. Da vorne geht ein Trampelweg hin. Oder war das jetzt ein Felsen? Das ist auf jeden Fall eine alte Stellung, Leute. Also habe ich doch richtig gesehen eben. Wir gehen in einen alten Stellungsgraben rein. Man kennt auch noch den Eingang. Ja, das war ein Stellungswall hier heute. Ich würde mich auch nicht wundern, ob da hier ein Panzer mal drin stand oder sowas. Hier vorne in dem Bereich. Hier ist auf jeden Fall eine Mannschaftsstellung. Ja, das sind Stellungsgraben hier. Und diese Wallanlage ist die Intervall davon. Ja, und dann haben wir jetzt hier rüber geschossen. Ja, hier auch wieder eine. Leute, wir befinden uns jetzt hier oben auf dem Wall. Tatsache. Und wie gesagt, würde mich nicht wundern, dass ich ein Panzer war hier. Aber ich unten doch richtig gesehen, dass da Stellungen waren hier. Ja, und hier ist auch der Eingang. Ich weiß nicht, ob man das kann man gut erkennen kann. Ein bisschen sieht man noch. Hier war der Eingang dann. Wahnsinn. Hier muss der Panzer dann drin gestanden haben, weil das ist nämlich komplett geschützter Wall hier. Vorne ist die eine, was ich euch von oben gezeigt habe. Und hier die kleine. Ja. Hat man hier doch noch ein bisschen Geschichte, sag ich mal so. So, dann gehen wir hier weiter. Och, der Wall geht ganz weit, der kommt immer noch hier. Also mindestens 30, 40 Meter Wallanlage hier, das Stück. Überall sind die kleinen Gräben drin. Hier vorne noch mit einer. Ja, meine Verteidigungslinie auf jeden Fall. Muss gewesen sein. Schön, schön. So. Schauen wir mal. Die Alner Hütte. Schön. Da schaut auch mal ein bisschen. Cool. Die Bänke, die habe ich gemacht. Nicht verkehrt. Ja, so ein kleiner Grillplatz.
Haus ein bisschen noch. Ach, wieder auch ein See. Auch nicht schlecht. Mensch, was ist denn hier auf der Strecke geboten wieder? Viel Natur wieder, Leute. Hier, ein kleiner See. Ein Weiher. Schön. Ja Leute, wir sind jetzt wieder von der Grillhütte weg. Wir wandern jetzt einfach mal den Rundweg weiter. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Wir haben hier einiges wieder entdeckt. So wie außer eine alte Panzerstellung. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu stark, dass ihr mich auch versteht. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt die Runde weiter und schauen einfach noch, was kommt. Ich kann euch mal kurz zeigen. Denkt dran, hier ist auch Naturschutzgebiet. Ich bleibe aber am Wegrand. Ich gehe jetzt nicht ganz rein. Ja, hier sieht man es. Das ist ein ganz kleines Abbaugebiet hier. Aber ich schaue mal genau nach, was hier abgebaut worden ist. Alles so hügelig hier vorne. Hier ist eine kleine Hügellandschaft und ich schätze mal, das sind Halden hier. Alles so kleine Halden. Ja Leute, das war hier oben die kleine Waldrunde durch den Holzlerwald. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben ja Kleinigkeiten auch gesehen wieder. Zum Beispiel, ich bin mir ganz sicher, dass es da oben die Panzerstrecke, also eine Panzerschutzwall war. Mit den zwei Gräben. Ja, da haben wir noch die Grillhütte gefunden. Und den kleinen Weiher da oben bei der Grillhütte. Dann haben wir verschiedene Beschilderungen gefunden hier, was hier mal war. Werde ich auch, wie gesagt, euch zeigen, auch mit Texten unten. Ich werde ein bisschen rausfinden noch, was das hier mal abgebaut worden ist, wann, ob hier oben auch die Stellungen waren. Ja, das werde ich euch dann auch irgendwie rausfinden. Wenn nichts drunter steht, dann ist auch nichts großartig darüber entstehen gewesen im Netz. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Denkt dran, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Go Experience. Ciao Leute.